Wir sind heute hier im Wiener Prater, im Restaurant Die Allee, bei der Eröffnung der neuen Sonnenterrasse. Und da werden wir mal schauen, was heute so los ist. Alexander Riebisch für ARTV. Toni, heute haben wir die Eröffnung von der Sonnenterrasse. Was treibt dich daher? Ich habe einfach eine Einladung bekommen, so ganz einfach geht es. Und ich war vorher schon bei der Eröffnung da. Und mir hat das Lokal sehr gut gefallen und die ganze Umgebung finde ich sehr nett, das ganze Ambiente. Und deswegen bin ich wieder hergekommen am Sprung halt vorbeischauen. Bleibt mir nicht allzu lang, aber ich lasse mich halt kurz anschauen und genieße halt ein bisschen die Leute wieder zu sehen, die man halt lange nicht gesehen hat. Und dann genau, so quasi. Ja, sicher. Ne? So, wie geht's da musikalisch momentan? Ja, ganz gut, ich mache meine Auftritte, also was ich eh schon mein ganzes Leben mache. Ich wünsche mir da alles Gute, trotzdem gute Zukunft, gell, und alles schön, Gute, dass wir sie wieder gesehen haben. Danke. Danke. Alles Gute, ciao. Das gefällt dir, Reinhard, gell? Das gefällt dir. Ja, das schaut nämlich aus wie so ein, wie heißt das? Mit diese Wuschel, diese Figuren. Ja, genau. Mit so großen Ohren und klar und Dings. Und die haben so Haare. Genau. Die haben einen Namen auch. Ja, Wurliwurm, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, die Wurliwurm. So, aber jetzt ernst. Ja. Ja. Das gehört ja schon dazu. Oder? Nein, ist nicht der Reinhard, das ist nicht der Ernst. Gell? Also, ja. Nein. Reine Hätte, Sonnenterrassenöffnung, man sieht es. Wunderbar, ist sehr wunderschön, schön. Ja. Das Wetter. Wie kommst du daher überhaupt? Mir hat der Stefan WLAN eingeladen und da habe ich das überhaupt kennengelernt durch die letztjährige neue Eröffnung, glaube ich. Oder ist vor zwei Jahren überhaupt eröffnet worden, ich weiß es jetzt nicht. Aber ganz früher war ich da in der alten Halle, habe Bowling ab und zu gespielt. Und das mit meiner Tochter war ich auch ein paar Mal Bowlen da und ja, und das ist eine lässige Location und das Barbecue, also das Essen ist auch leibend und es ist, haben es wirklich sehr schön gemacht und sehr schön hergerichtet. Das hat echt einen Sinn gemacht, wie sie es hergerichtet haben. Und ja, Location ist sowieso super und da sitzen und essen und gemütlich sich die schweißenden Jogger anschauen, die sich angehören, hat was. Was gibt es denn Neues bei dir? Ha? Ja, aktuell spiele ich gerade im Gloria Theater, das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt so eine Boulevard-Komödie spiele. Ja, das macht Spaß, also so Richtung Theater, wo so Leute sitzen und Dings und mit Bühne und Bühnenbild und alles. Dann mache ich jetzt für Servus TV eine Geschichte, also ein Wissenschaftsmagazin, da bin ich beteiligt. Und dann im Herbst gibt es eine Wiederaufnahme von Flotten Vierer, okay, mit Heilbutt und Rosen. Das ist, haben wir schon vor drei, vier Jahren erfolgreichst gespielt, 130 Vorstellungen und jetzt gibt es eine Wiederaufnahme. Das freut mich auch, das ist eine sehr lustige Geschichte über zwei unterschiedliche Pärchen, die sich zum Gruppensex verabreden. Aber es ist alles jugendfrei und alles oberhalb der Gürtellinie. Und es ist wirklich eine sehr lustige Geschichte. Und im Frühjahr, oder naja, früher, eigentlich noch Ende Winter, mache ich ein Duo-Programm mit dem Titel Unbegrenzt haltbar mit dem Roman Gregory von Alkenpoffel. Ja, also das wird spannend. Also, es wird ein bisschen mit Singen sein und ja, und ja, wie wir mit dem Alter umgehen, er ist ja eh noch jünger als ich, wie man glaubt, er ist älter, aber dann ist er jünger, der Herr Gregor. Ist er noch nicht alt? Ja, nein, ja. In Wirklichkeit eh nicht, aber ja. Es gibt halt schon so gewisse Sachen, wo man, also in der Schule, wenn ich die Tochter in die Schule bringe, glauben die anderen, ich bin der Opa, ja. Ich selber, ich fühle mich wie 34, sagen wir es einmal, aber ja, die anderen sehen halt, also teilweise bin ich so alt wie, könnte ich der Vater von diversen Müttern sein in der Schule. Das ist halt schon, ja, ich bin halt knapp drüber, aber so ist es halt. Ja. Ich habe kein Problem damit, mir geht es eben nicht topfit. Voll im Saft, also was will man mehr? Ja, danke, lieber Reine. Bitte dann gerne. Dann wünschst du einen schönen Abend. Dankeschön, ebenfalls. Machst du noch hier drin, gell? Heute haben wir Sonnenterrasseneröffnung und das bei dem Wetter. Ja. Was hat dich da hergeführt, Reinhold? Der Stefan WLAN hat uns eingeladen. Das ist ein sehr guter Freund, der auch ein Filmmann ist und der hat die Premiere von The Recall von meiner Tochter und Wesley Snipes damals organisiert und und haben gedacht, da gibt es sicher was Gutes zu essen und sind daher gekommen jetzt. Unter anderem, weil es eine tolle Location ist und weil es
ein gutes Essen gibt da und gute Getränke, glaube ich, auch. Das stimmt, das stimmt. Wie geht es mit deinem Film voran? Sehr gut. Ich bin jetzt da und unterwegs in massenhaft Kinos. Wir gehen auf die 30.000 zu und haben eine Doppelnominierung für die Romy gehabt und werden jetzt einige Festivals in Deutschland und in Spanien und so weiter besuchen und am Schluss gehen wir nach Amerika damit. Spitze, spitze. Du bist ein Top-Regisseur und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Gell? Dankeschön. Danke. Heute ist Sonnenterrasseneröffnung in der Allee. Toni, was machst du da? Die Sonnenterrasse eröffnen. Ja. Ist ja logisch, ne? Wo ist er da? Ja, wunderschöne Location. Super hier. Wirklich schön. Haben sie toll gemacht und ich glaube, der Erfolg spricht für sich. Ja. Wie schaut es aus in der Zukunft mit der Victoria? Ja, wir werden uns im Sommer jetzt punktuell verstärken. Nochmal angreifen, mal probieren. Und wir es nochmal in die Regionalliga schaffen. Das wünsche ich. Vom ganzen Herzen. Dankeschön. Danke. Danke, Toni. Gell?